Und es geht direkt mal mit einer sehr aim-lastigen Map. Ja, hier im zweiten Halbfinale der Dreamhack um die Wurst. Also, Complexity, es geht nach vorne. So, mal gucken, wie weit man da drauf kommt. Also, kompakt soll das Ziel sein. Ja, und unseren Happy und Apex einfach mal au revoir. Bye, bye. Das war's. Nur noch yay. So, der hat jetzt die 2 gegen 1 Situation vor sich. So, piek da gemeinsam rein und schon ist das die Runde für Complexity. So, also. Individuell auf dem Blatt Papier ist Complexity hier ein bisschen hinten dran. Aber wenn ich so auf die Map-Wahl gehe, würde ich fast sagen, dass Complexity hier einen kleinen, aber feinen Vorteil hat und halt auch durchs längere Zusammenspielen in der aktuellen Konstellation, also in dem aktuellen Zeitraum. Klar, Vitality, die kennen sich schon ewig. Der Einzige, der dazu kam, ist halt Syvo. Der Rest hat schon mal irgendwann zusammengespielt. Aber trotzdem ist das natürlich ein Unterschied, ob du über einen längeren Zeitraum zusammenspielst oder zwischendurch eine Pause gehabt hast. Jo, moin. Die Nate hat auf jeden Fall gut gesessen dagegen Android. So, damit geht's nach vorne. Also, 1 zu 0 für die Jungs aus Frankreich. So, Nuke sah auf jeden Fall gestern sehr gut aus bei Vitality. Das 2 ist so eine Map neben Mirage, die Franzosen nicht spielen können. Train sehe ich da noch eher bessere Chancen für Vitality. So, in der Mitte passt Happy, Mitte auch auf. Jo, bekommt auch ohne Probleme 2 Leute rausgefischt. Der 3. rennt ihm dann noch rein. Und dann war's das. Full House für NBK und Happy. Und damit geht die Runde an die Franzosen. So, da hat man keine Probleme. Da kann man das Team auch sehr schnell ausschalten. Und damit geht's in die erste Waffenrunde. So, schauen wir mal. Was ist für Vitality gegen den ersten Ball von Complexity drin, ne? So, dann muss ich mich gleich ganz kurz entschuldigen. Ich muss gerade mal gleich was ausmachen gehen. Leider hat das alles ein bisschen länger gedauert. Beziehungsweise das Spiel etwas zügiger angefangen. Somit ist mein Zeitfenster nicht ganz aufgegangen. Und ich muss gleich ganz kurz aufstehen und was ausmachen, bevor die Bude brennt. Aber die Runde können wir noch schauen. Und es geht für Complexity über kurz, so wie es aussieht. Da geht man sehr zügig bei Vitality aus. Die Flashbang hätte nicht perfekter kommen können. Im Endeffekt aber nur die MP auf Close Distance. Und Complexity will hier gar nichts mehr versuchen. Ne, der Ofen ist noch an. Da sind noch die Pommes drin, der Witzing. Wäre geil, wenn die Bude dann nicht abbrennt, weißt du? Ich würde gerne meinen Job und meinen Arbeitsplatz, wo ich zurzeit bin, würde ich gerne behalten. Und natürlich auch, das Haus sollte weiterhin stehen bleiben. Das ist halt auch wichtig. So, auf jeden Fall, es geht Richtung Spot drauf. Complexity im 5 gegen 4. Jo, hallo, APK. Na, 3 nimmt er mit. Und das sollte im Endeffekt auch reichen, um die Runde hier dicht zu machen. Und damit ist nur noch Shazam im 2 gegen 1. Mal schauen, ob er die Runde dann noch irgendwie aufmachen kann. Es sind 24 Sekunden. Einer wartet Richtung kurz, einer an der großen Box. Bombe wird gepickt, nochmal mit Molotov den Plant verhindert. Und für Shazam gibt es hier erstmal keine Möglichkeiten durchzukommen. Na? Packt das Ganze mal an, 9 Sekunden, schießt aber erst vorbei. Jo, nice, geschossen und jetzt muss Shazam aufs Duell gehen. 4 Sekunden, springt rein, reicht das? Nein, er schießt vorbei! Oh nein, wie knapp! Oh, nice try, aber am Ende reicht's nicht. Bis gleich.
So, der Rundlauf ist geschehen. 4 zu 0 für Vitality. Geil. So, ich bin durchgebrannt mit Pommes. So, und damit heißt es hier für Complexity. Sie können die Bombe legen. Stehen hier gut im Afterplant. Und sie wissen auch ganz genau, dass Vitality hier nichts mehr versuchen wird. Der Zug ist abgefahren. Aber kaum nicht zurück. Rafft Vitality gar nichts mehr. So, ich würde gerne, krasse Runden CSGO spielen, aber ich lagge. Tja, da hilft die Allee weiter bei der Telekom. So, 1 zu 4. So, und damit geht es hier wieder in die Offensive. Also, Vitality mit dem nächsten Buy. So, Happy musste auf seine Waffe verzichten. Telekom und direkt Allee ist da. So, gesunder Snack zum Knabbern. Frittierter Brokkoli ist gar nicht so kacke, Alter. Der ist echt lecker. Oder so frittiertes Gemüse in Teig. Saugeil. Wirklich, sehr, sehr lecker. So, auf jeden Fall für Complexity heißt es, hier Richtung lang sie aufzubauen und durchzubrechen. So, und das, ich sehe ja das Problem, wie weit struggelt Vitality als Favorit hier. Ich habe das Gefühl, dass Complexity am Ende das konstantere Team abliefern wird. Ah, yay, durchgebrochen. Unten, an darüber kommt man aber raus. Happy greift ein, aber yay, passt auch. Damit ist Apex gestorben. Happy nochmal mit der Diegel und MBK tot. Und der Einzige, der überlebt hat, war der, der am nahesten dran war, eigentlich zu sterben, und das war Happy. So, kleine Absprachen dann nochmal bei Team Vitality. So, und damit geht es hier weiter. Also, Vitality mit Problemen, den Push davon Complexity aufzuholen, aufzuhalten. So, Shazam steht bereit. Uiuiui, ganz knappes Ding. Geld ist aber trotzdem ganz da. Trotzdem findet man hier die Öffnung Richtung lang. Das ist natürlich ein wichtiger Kill. Waffe wird jetzt weggedroppt, dass da bloß kein Gegner drankommt. Ich glaube, die würde man gerne haben, aber die werden sie nicht bekommen. Da die auf jeden Fall andere Pläne. So, damit geht's nochmal über kurz. Und da steht Zyro bereit, zusammen mit APK. Die Diegel schlägt zu und die Diegel steht bereit. Erstmal zumindest hier am Anfang ein wenig den Gnadenstoß zu geben. Aber zumindest Zyro nochmal mit der Antwort. Es ist nur noch Android, es ist nur noch Depp. Die versuchen jetzt hier, das Ganze irgendwie aufzuhalten. Sie greifen gut zu bei Vitality. Aber da kommt zu wenig Firepower entgegen. Im Gegenzug zu der AK, die auf den Seiten von Complexity in den Händen ist. So, und damit geht's nach vorne. Also, sie kommen auf den Spot drauf. Apex mit zwei sicken Headshots. Mal gucken. P215 in den Händen. Will da versuchen, die Bombe rauszunehmen. Dann war's das. Also, Apex kommt hier nicht mehr zum Abschluss. Und damit geht die Runde trotz gutem Start und auch dank Syvo
nochmal in eine sehr, sehr knappe Phase. So, Complexity mit neuer Runde neues Glück. Den Ausgleich hier zu holen. Oh, da kommt die Waffe raus. Das ist natürlich richtig GG. So, Happy flecht sich da nochmal rein. Und Depp wartet in der Smoke. Hallo, sagt er da. Depp. Ja, da hat er natürlich keine Chance gegen Happy. Happy hält das weiter. Sivo steht da mit ihm im Kreuzhorn. Das sieht sehr gut aus für Vitality, dass man in der Runde sich wieder stabilisieren kann und am Ende sogar hier erstmal vielleicht sogar eine Flawless schafft. Ja, das wäre schon mal ein kleiner Erfolg. Direkt komplex wieder in die Schranken beißen, aber Android hatte andere Pläne. Damit der B-Spot gefallen. Sie stehen aber schon zu zweit vor der Türe bereit. Das heißt, ist natürlich perfekt jetzt für Complexity nochmal das Ei auf den Spot zu bringen. Und da sieht Jesheim auch direkt Syvos Köpfchen rausgucken beim Springen. So, versucht jetzt über das Fenster den Angriff zu wagen. Von hinten kommt APK. Wie gut ist das Timing von den Franzosen? Seinem Team da von der Flanke zu helfen. Sie konzentrieren sich sehr stark aufs Loch und oben auf die Tür. Android alleine wird jetzt von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Und am Ende reicht es hier nicht mehr, nochmal den Spray Transfer rüberzusetzen. Da ist APK schon zu weit durch. Und damit geht die Runde an Vitality. Und sie war nochmal sehr, sehr knapp. Das dürfen wir halt nicht vergessen. So, damit der nächste bei für Complexity. So, und die sind auf jeden Fall hier Feuer und Flamme. Direkt weiter da zu machen, wo sie aufgehört haben. Und zwar Vitality ins kleine Geld zu schießen. So, und wie gesagt, das ist der Pick von Vitality. Und was mir nie bei den Franzosen gefallen hat, war das Spiel eigentlich auf das 2. Weil man sehr stumpf über kurz und man hat halt nicht wirklich gegen die großen Teams einen Stich setzen können. Na, es geht raus. So, mal gucken, ob man da durchbrechen kann. Oh, Apex setzt gut an. Apex! Zusammen mit LDK mit 2. Also die fallen beide zusammen wie ein Kartenhaus. Und schon ist man bei Complexity durch. Trotzdem holt man hier nochmal eine 2 gegen 2 Situation. Auch dank APK, der Richtung lang wartet. Und Happy, der mit der AUG rumzieht. Richtung Mitte und das Duell. Und damit auch die Hilfe für sein Mate hier abliefert. Aber der immer noch mit der Möglichkeit. Flecht sich einmal rein. Versucht den Gegner jetzt zu finden. Happy schon oben auf der Box drauf. Aber der ist da. Jawohl, Complexity holt hier die Runde. So, surprise, surprise, Happy ist da. Valerie und Valera. Jo, nette Schelle da von NBK, die hat auf jeden Fall ordentlich gezimmert in der Mitte. Und das ist ein wichtiges Duell, sie haben halt den Force bei und wenn die Scout da auf lange Distanz viel, viel Schaden machen kann und für die Pistolen vorarbeiten kann, wie in dem Fall, ist das natürlich erstmal ein sehr guter Start für die Jungs von Vitality. Und die Scout macht hier auch sehr viel Schaden. Stanislaw mit 31 HP, Depp mit 13 und Stanislaw mit 31 HP macht hier nochmal extremst viel für sein Team. An Stabilität, klar. So, Depp da auch noch mit einem hinterher. So, jetzt gehen sie alle sterben. Nur noch Happy an der Scout und an der CZ. Das war's. Also.
So, heißt für Vitality nochmal den sauren Apfel zu beißen. Damit könnte Complexity hier vorbeiziehen. Die Chancen stehen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn wir aufs Equipment schauen, ist da halt gar nichts. Und sie stehen viel zu weit auseinander. Die einzige Chance, irgendwo was zu raffen, wäre auf Asport. Dann macht Android erstmal kurz einen Prozess Richtung B. Damit der Spot schon mal gefallen. Und Happy hat auch nur 26 HP als Mittelspieler. Tja, und da der B-Spot hier eingenommen wird, ist die Sache jetzt auch ganz klar wie Kloßbrühe für Complexity. Da wird einfach mit einer Flashbang nach vorne gegangen, die Ecken gecheckt, der Raum eingenommen und Complexity ist durch. So ist die Frage natürlich, will man das Geld verschenken oder will man auch mal gemeinsam irgendwo auf Exit-Fracks gehen, vielleicht an eine Waffe kommen? Wäre vielleicht da sinnvoller. Sie versuchen es über die T-Base, aber da steht Shazam schon bereit. Und Complexity zeigt ja wirklich gutes Spiel auf der T-Seite. Mir gefällt besonders dieses sehr weit gespreadete, diesen sehr weit gespreadeten Afterplant, wo sie halt versuchen, direkt Vitality in die Mangel zu nehmen und unter Druck zu setzen. So, jetzt will man hier verhindern, dass man an die AK rankommt. Das ist an die AWP. Das ist ganz, ganz wichtig. Subo nochmal in der Mitte. Der nimmt nochmal zwei Leute mit der USP. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und die will er auf jeden Fall durchbringen. Also, kommt hier nochmal um die Ecke. Ja, und die Runde wurde sogar sehr, sehr teuer nochmal dadurch. Eieieiei. Mensch, Mann, alle hier unterwegs, Schellen für Schellen zu verteilen. So, 6 zu 15. So, geht nach vorne. Damit versucht man jetzt bei Vitality den Raum Richtung Lang irgendwie zu blocken. Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht so schlecht aus für Vitality in der Runde. Complexity spielt sich hier in den Rausch rein. Da kommt Stanislaw rüber, kurz nachgezogen. Also, das wurde hier komplett disabled. Ja, sieht nicht gut aus. Also die Position hier auch nicht sehr gut gewählt irgendwie. Nee, das gefällt mir nicht. Das sah wirklich verdammt schlecht aus. Damit kommt jetzt eine Pause. Und ich glaube, die kommt. Oder sollte. Die sollte von Vitality kommen. So, nicht in die Kamera reinrennen, ja. Schön abwarten. So, und es geht weiter. Also, Vitality. Diesmal etwas aggressiver wieder unterwegs. MBK direkt Richtung kurz mit der Information. Da muss er aufpassen, dass das Köpfchen nicht rausschaut. Ja, und dann wird er bestraft. Ja, zu viel gewollt in der Runde. Es ist halt nur das, was man noch über hat. Aus Runde Nummer 12. So, und damit heißt es für Complexity, diesen Vorteil auch auszunutzen. So, und Shazam wartet ab, dass sich da noch irgendwas bei Vitality in der Mitte zeigt.
Syvo Richtung lang. Kommt dann nochmal in die Diegel ran. Also Vitality weiterhin unter Druck und es geht über kurz durch. Also, Complexity unterwegs, die Bombe zu legen. Aber wie weit kann die Diegel gegenhalten? Es wird jetzt Syvo aus der 2-3 zusammen mit Happy nochmal gut gegengehalten. Der findet da auch das kleine Köpfchen, was rausschaut bei Android. Über kurz ist da und es ist nur noch Happy und APK, die ja irgendwie darum fighten, die Runde erstens teuer zu machen, zweitens nochmal zu diffusen, aber nee, das wird hier nichts. Go away, Mistcaster, als du weg warst, war Vitality 4-0. Es tut mir halt echt leid, dass ich halt böses Blut über Vitality bringe. Es tut mir echt leid für die Hardcore-Fans, aber ich muss hier leider sitzen, dann muss halt Vitality mehr zurückschießen, ne? So einfach ist das. Was eine Aussage, Alter. Zu gut. So, zwei Leute wieder Richtung lang, also man versucht den Raum direkt mal dicht zu machen. Da kommen ein paar gute Granaten reingeflogen und schon scheucht man hier Vitality von der Position weg. Syvo an der AWP, immer wieder in Bewegung. Na, Vitality noch nicht so wirklich wach. Auch wenn sie ein Line-Up haben, wo sie halt wirklich gut zurückschießen können. Wie zum Beispiel hier Syvo Richtung Kurz, der jetzt sich einfach mal mit seinem Team da aufgebaut hat. Das ist eigentlich sehr gut. Vitality macht so, wie man es auf das 2 eigentlich auch kennt. Man nimmt einen Raum ein. Wenn man Richtung Lang den Raum verliert, macht man halt nochmal Kontrolle Richtung Kurz. Und dann spielt man entweder A auf Block vom Side aus oder man spielt es halt auf Retake. Und in dem Fall versucht man es abzublocken. So, Depp wartet Richtung Kurz hinter der Smoke. Das könnte ein gutes Timing dagegen. APK sein, besser kann es ja gar nicht laufen. 3 gegen 4. Sie werden hier gerade komplett an die Wand gespielt. Nochmal Apex. Aber das hat den Typen am Kack getötet. Also, der Ben steht weiter. Plus der Spieler. Jo, aber da kommt Happy um die Ecke. Und nimmt 2 mit. Also, individuell kann er hier nochmal aufdrehen. Oh, stark gemacht. Und dann ist es. Also, die Franzosen wie immer auf das 2. Im Springen famos, um die Bombe rauszunehmen. So, jetzt sehen wir es nochmal. Ach, einfach furztrocken. Einfach furztrocken hochgesprungen. Und das war's. Also, die Runde geht an die Jungs von Vitality. 8-6. Damit geht's hier auf das Ende der Halbzeit zu. Das sieht sehr gut aus. Also Complexity meiner Meinung nach genau das Ergebnis eigentlich erreicht, was man erreichen sollte. Nämlich 8 Runden. Und Vitality gerade ein bisschen am Straucheln. So, Happy hält das ganz Richtung Mitte auf. Aber der B-Spot gefallen. Was natürlich für Vitality eine riesen Lücke ist. Jo. Also man greift nochmal ein. So, Apex, der letzte Verbleibende. Und dann war's das. Also Shazam steht bereit mit der AWP. Das ist eine gute Hälfte. Wirklich, eine sehr, sehr gute Hälfte, die Complexity da abgeliefert hat. Ah, da gibt es sogar so einen Getränkestand hinten dran. Auf dem Turnier wäre ich auch gern. Schön Bierchen. Und einfach Counter-Strike schauen.
So, es geht weiter. 9 zu 6. Also, Vitality im Zugzwang. Auf ihrer T-Seite. Auf ihrer T-Seite. So, und da wird von Complexity direkt mal der Zug Richtung Kurz angezogen. So, was können sie hier machen? Und wie gesagt, ich fand das Line-Up rund um MBK etc. pp. Egal, wer aus Frankreich da mitspielt. Kein Das-2-Team auf T-Seite. Eher CT-Seite. Ah, die war gut. Die war lecker. Da wartet man aber immer noch. So, und wie weit kann man hier nochmal zuschlagen? So, Dab muss das hier verteidigen. APK ist mit der zweiten Pistole da. Und damit nur Ye und Shazam. Und die rennen vor. So, NBK. Kommt auf den Kopf drauf. Jo, ohne weitere Probleme. Letzter wartet an der Tür. Schummelt sich raus. Aber das ist Happy da. Also die beiden P250. Der Weg ins Glück. Und damit auch die nächste Runde für die Jungs von Vitality. Und eine sehr wichtige Runde, um hier nicht den Anschluss zu verlieren. Also ich bin gespannt, ob Vitality auf ihrer CT-Seite, auf ihrer T-Seite dagegen Complexity eine Möglichkeit findet. Es ist halt auch auf der einen Seite natürlich gutes Teamplay, was man braucht, auf der anderen Seite auch das Aiming, was überzeugen muss. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, ob sie das erfüllen können. So, jetzt geht nach vorne. Also, erster Push von Vitality. Schneller Tempowechsel. Und da steht Complexity bereit. Android nimmt 2 mit, damit seinen Job erfüllt. Shazam auch nochmal an der Tür. Und Dev wartet immer noch oben am Window. Eieiei, und da rennen sie voll. Absolut. Sowas von ins Kreuzfeuer rein. Und Complexity nimmt sie einfach nur auf den Schoß und versohlt sie in den Arsch. Damit wird von hinten schon dicht gemacht. Die hat eine sehr gute Position hinter diesem Telefonmasten. Na, er ist runtergehüpft. Oh, das ist so gut. Er steht halt perfekt da in der Ecke bereit. Einfach stumpf auf B. Nee, das ist es nicht. Also damit hat Complexity keine Probleme. Es geht weiter. Also, Flashbang in die Mitte. 10 zu 8. Und Shazam, passt auf. Nächster dabei von Vitality. Und Apex direkt mal zu Pampelmuse gemacht. Schöner Versuch da von Shazam. Fast drauf gewesen. So ein Ticken schneller unterwegs. Und Android wartet mit XM vor B. Wo hat er das bloß gelernt? Ich weiß es nicht. Aber er tut da einen sehr guten Job erledigen. Bekommt fast noch einen zweiten zusammen mit Depp. Ist das halt easy peasy lemon squeezy. So, damit ist noch Sybo im 3 gegen 1. Also, sieht gut aus für Complexity. Dass man hier die Entscheidung sehr gut treffen kann, was das Decision-Making halt auf der CT-Seite angeht. So, Sybo hat da halt ein Riesenproblem. 17 AP, da stirbt er. Und das war's. Also, nächste Runde für die Jungs von Complexity. Und wie gesagt, für mich auf jeden Fall einer der Favoriten hier für das Turnier. Natürlich auch Complexity. Luminosity hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Das wäre so mein Traumfinale gewesen. Vitality gegen Complexity.
So, und damit geht's nach vorne. Und der Ignite hätte gerne Sprout in Atlanta gesehen. Ja, woran hat's denn gelegen, mein Freund? Woran hat's denn gelegen, dass sie nicht in Atlanta waren? So, Zenislaw. Ja, kommt man durch. Bombe geplantet. Komplex Team macht's genau richtig, sich nicht von den Pistols da zu snacken lassen auf Close Distance. Ja, macht man's gemeinsam. Also, brennt nichts an. Meine Designs waren zu schlecht, deshalb haben die sich nicht angestrengt. Tja, die sind im Close Qualifier nicht mal so weit gekommen, dass überhaupt irgendwie die Chance bestand, dass man hier... Obwohl doch, sie sind gegen Vitality rausgeflogen. Okay, ich sehe es gerade. Stimmt, aber die Panthers sind weitergekommen. Eigentlich hätten die Panthers verdient, weil die eine Runde weitergekommen sind, ja? Also, die waren nämlich im Halbfinale. Die waren eine Partie davon entfernt. Am Ende... hier die deutsche Nation vertreten zu dürfen. Überleg mal, die Panthers auf eine DreamHack Open in Atlanta. Wäre nice gewesen auf jeden Fall. Aber eins muss man sagen, beide deutschen Teams oder beide deutschen Organisationen sind am Ende an Vitality gescheitert. Also erst waren es Sprout und dann war es die Panthers. So, Apex passt auf. Ja, geht es auch direkt Richtung Lang raus. Also die Lücke wird diesmal von Complexity gefunden. Ja, sieht gut aus. Was dann ist, oh, nochmal der Headshot. Oh, nochmal der Sprung. Na, ja, das passt auf jeden Fall. Geil, jetzt sind alle zusammengefallen. Was ein verrückter Retake. Jo, da sehen wir noch was. Stanislaw, Headshot gesetzt. Und dann springt er nochmal nach und zieht die letzten HP-Line ab. Jo, heute Tag des Flohzirkus. Wie oft da der Kill schon geholt wurde. Beim Springen. Ja, wichtige Runde für komplexe Team. So, Vitality nimmt sich eine Pause. Nee, es hätte mich echt gefreut. Wäre Sprout dabei gewesen oder die Panthers? Wäre cool gewesen. So, also 13 zu 8, es bewegt sich langsam auf ein Ende zu und Complexity präsentiert sich hier als das bessere Team. Einfach in vielen Situationen sind sie vom Aiming her besser, sie machen die besseren Entscheidungen, sie spielen besser als Team. Und Vitality kriegt hier auf der T-Seite erstmal gar nichts gebacken. So, und das ist natürlich bitter, weil es der Map-Pick ist. Und es ist halt nicht perfekt hier auf das 2, muss man einfach sagen. Es ist individuell viel Gutes dabei von Vitality, besonders von Suvo. Aber vom Teamplay ist das, was Complexity uns zeigt. Eindeutig besser. So, und wie gesagt, sie können halt individuell performen. Das steht außerhalb jeder Diskussion, dass sie individuell performen können. Aber das Teamplay ist halt nicht so geil zurzeit, muss man einfach sagen. Also Complexity präsentiert sich auf jeden Fall besser. Das sind dann so individuelle Sachen, die halt komplett eskalieren. Apex hat da eine schöne Position.
So, wird runtergetroppt. Den zweiten kriegt er auch noch. Surprise, surprise. Und dann war's das. Also, sie holen die Runde. 13 zu 9. Und am Ende der Afterplant hier perfekt aufgegangen. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, meine Freunde. So, also 13 zu 9 Complexity. Immer noch Geld. Android mit der XM vor B unterwegs. Ja, das sieht natürlich gut aus. So, geht nach vorne. Okay, der Wechsel war nicht so geil auf das Knife. Aber Shazam wartet immer noch Richtung lang. Und macht da kurzen Prozess. Mit allem, was da angerannt kommt. Nur noch ein BK und Zyvo. Im 4 gegen 2. Das sieht gut aus für Complexity. Besonders, weil der Spieler oben auf der Flanke erst gar nicht mehr eingreifen muss. Der kann einfach sitzen bleiben. Zyvo natürlich jetzt eine sehr schwierige Ausgangssituation. So. Hat da sehr viele, sehr, sehr viele Winkel, den er arbeiten muss. So, das war's. Und den Winkel wird er nicht checken. So, da sind wir noch Shazam. Ja, starker Wechsel des Winkels. So, und damit heißt es für die Jungs von Shazam und Co. erstmal ordentlich die Führung auszubauen. Na, es klappt nicht so wirklich auf der T-Seite. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von den Franzosen auf das 2. Besonders auf der T-Seite. So, jetzt habe ich schön die News zitiert. Naja, da hat er eben gelesen auf 99 Damage. Ich weiß ganz genau. Hashtag aufgeflogen. Nein, ich gebe dir recht, sie müssen auf jeden Fall gewinnen. Es ist eigentlich ein... Ich habe es am Anfang auch des Turniers gesagt, es ist eigentlich ein Pflichtsieg für Vitality, dieses Turnier. Get scared, Alter. Das gibt. Der Report ist raus bei Miku. Das war's für dich. So, Android, zack. Nee, da muss er nichts mehr machen. Das ist nur noch Apex. Das wird die 15 Runde für Complexity. Ja, schade halt, ne? Ja, ich würde sagen, sie brauchen noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, guck dir an, was da in dem Team rumläuft. Das sind alles Major-Gewinner, langjährige, erfahrene Spieler. Klar, bei Complexity hat man auch Erfahrung, aber ich glaube, Vitality hat halt einen komplett anderen Anspruch. Und sie wissen, dass sie es können. Wie lange die oben mitgespielt haben. Also der Kern. Und jetzt dümpeln sie halt irgendwo in der Zukunft rum. In der Gegenwart. Jo, nette Shelter von Android. Aber da sieht man einfach, wie gut sich Counter-Strike halt auch entwickelt. Wie schnell junge neue Spieler auftauchen können. So, und Complexity im Retake. So, da war er noch happy. Na, wie happy ist er da mit der CZ? Sehr happy. So, es geht nochmal vorne. Also, das könnte mal eine Runde für Vitality werden. Damit würde man die Double Digits erreichen. Und es ist auch die 10. Runde.
So, aber man muss auch sagen, es ist halt auch sehr schwer. Du musst dich halt echt mit diesem Line-Up halt wirklich gegen jedes Team beweisen. Du musst halt durch Qualifiers gehen. Du kriegst halt nichts geschenkt. Genau wie das Complexity gezeigt hat. Die sind durch die Qualifier gelatscht und sind Major-Legenden geworden. Also, alles ist möglich. Auch für Vitality. So, also, Complexity, 15 Runden, 5 Map-Bälle, um Map 1 zu entscheiden. So, je wartet Richtung Lang, Geld ist da. So, und das war's. Also, Apex kann hier durchbrechen. So, Shazam steht bereit. Er wird einiges zu tun haben. Wie gut ist das Timing für ihn? Er nimmt einen mit raus, aber der zweite zu nah, zu gefährlich. Und keine Refrag-Möglichkeit. Complexity damit ins 4-3 verdonnert. Ja, die werden sich zurückziehen. Pusegun, da steht Apex schon bereit. So, und damit bleibt Vitality weiter hier im Rennen. Es bleibt weiter entspannend. Also, Vitality kämpft sich hier nochmal zurück. Aber geht's auch weiterhin hier um die Wurst, meine Freunde. So, was kann man hier anstellen, um Runden hier runter zu bekommen? Irgendwie nochmal die Overtime rauszukriegen. Auf jeden Fall sind sie auf einem guten Weg, das Geld von Complexity kaputt zu machen. Auf Apex und MBK auf dem Vorwärtsgang. So, und damit heißt es hier kurz und schmerzlos, das Ganze erstmal in 4 gegen 2 zu bringen. Hier kommt nochmal eine Waffe ran. Zumindest einen hat man rausbekommen. Das war es also, 12 zu 15. Das heißt, für die Jungs von Vitality geht's weiter auf die Aufholjagd zu. Sie holen weiter auf. So, und ist das nochmal für Complexity der Struggle? Ey, sie haben es auch schon die Tage davor gehabt, dass sie halt oft mal gestruggelt haben und dann noch in die Overtime gehen mussten. Das war einmal gegen E-United auf Mirage. Und hier sieht es zurzeit aus, dass man schon ein wenig am Struggeln ist, jetzt gerade so dem Geld hinterherläuft. Und Vitality sich hier langsam warm schießt.
So. Der da in der Mitte. MBK muss aufpassen. Aber sie kommen an eine zweite Waffe ran. Das ist eine AWP. Eine AWP und eine AK. Hat man jetzt hier in den Händen von Complexity. So, alles auch sehr ausgeglichen von den Stats. Wenn wir einfach mal unten so mal durchswappen. Mal schauen, wie viele Kills die Boys und Girls hier haben. Ein sehr so ein bisschen rausfällt ist Stanislaw. Aber mit 14 Kills kann er sich eigentlich auch jetzt hier gerade nicht beschweren. Sein Team arbeitet ja gut. So, eher bei MBK. Da. Den läuft man auch so ein bisschen. Der ist gleich wie bei APK. Sie können nicht so wirklich ihre Performance abrufen, die sie auch sich, ja, die sie auch zeigen könnten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Runde geht den Bach runter. Da stehen drei Leute bereit Richtung A-Side. Und jetzt setzt Jazam einfach drei Deagle-Schellen. Und die Runde geht den Bach runter. Jo, da ist schon mal der erste. Und da ist Jazam mit der zweiten Deagle-Schelle. Und die dritte? Nee, die wird mir nicht erfüllt. Aber das ist eine 3 gegen 1 Situation. Ey, das ist so der Klassiker. Happy mit 15 Sekunden, das war's. Complexity holt die Runde. Und vertraut dem Caster. Da hat er es gecallt. Kein Jinx. Hellseher Jitko hat zugeschlagen. Nee, ist aber so eine typische, wirklich, eine typische CSGO Classic Round. Ja, aber verdient. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Hier live auf 19 Damage. Wenn es heißt, dass ich die besten zwei, die noch übrig sind, neben dem Finalisten, um den Einzug ins Finale kloppen. Bleibt dran auf jeden Fall. Nehmen wir eine kurze Pause. In 10 Minuten circa geht es weiter mit der DreamHack Atlanta. Bis gleich.